Zehntel davon wahr ist. Davon müssen wir ausgehen, André. Fassen wir zusammen, was er uns gesagt hat. In einem Werk mit dem Titel Voynich-Manuskript wird behauptet, eine uralte Zivilisation habe eine Kraft gekannt, die die Erde selbst durchläuft. Und heute versucht jemand, diese Kraftquelle zu nutzen und verursacht dadurch vielleicht Erdbeben. Das merkwürdige Diagramm und ein sogenannter Schlüssel Salomos haben eine bisher unbekannte Bedeutung. Ich habe keine Ahnung, was das Diagramm darstellt, aber ich weiß etwas über den Schlüssel Salomos. Was schließt er denn auf? Nichts im eigentlichen Sinne. Er ist ein legendäres Buch, das die Weisheiten Salomos enthält. Was gab's da noch? Teufel und Hexen, die am Sabbat mit Kühen tanzen. Angeblich tanzten Teufel und Hexen auf der Île Saint-Louis. Ein Teil der Insel wurde früher Île aux Vaches genannt. Die Insel der Kühe. Es gibt offenbar eine wichtige Verbindung zur Île Saint-Louis, wenn wir nur genau wüssten, worin sie besteht. So nicht. Was könnte das bedeuten, André? Wir müssen ganz methodisch vorgehen. Der Schlüssel Salomos ist ein Buch, sagst du? Ja. Von einigen althebräischen Manuskripten wird sogar behauptet, sie seien das Original. Aber ernsthafte Forscher bezweifeln ihre Echtheit. Vielleicht kann uns das tatsächliche Original weiterhelfen. Was hat die Île Saint-Louis für eine Bedeutung? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir eine Querverbindung zu einem anderen Indiz. Glaubst du, die Insel hat irgendetwas mit Theater zu tun? Da musst du nachforschen. Ich weiß genau, wo ich zuerst anrufe. Was glaubst du, könnte das Muster bedeuten? Es sieht ein bisschen wie eine Spinne aus. André, ich meine es ernst. Ob es vielleicht etwas mit den Kraftlinien zu tun hat, von denen er sprach? Vielleicht überschneiden sich die Kraftlinien hier. Genial, das ist es. Aber hilft uns das weiter? Vielleicht sollte ich telefonieren. Ich sollte mich bei meiner Zeitung melden. La Liberté, guten Tag. Ich brauche deine Hilfe. Dafür bin ich da. Vielleicht weißt du das. Du bist doch nebenberuflich Schauspielerin. Hat die Île Saint-Louis irgendetwas mit Theater zu tun? Es gibt ein altes Theater auf der Insel. Ich kannte Leute, die es vor ein paar Jahren wiedereröffnen wollten. Aber es steht seit 5 Jahren auf der Abrissliste. Hat es einen Namen? L'Héroglyphe. Danke. Du hast was gut bei mir. Bis dann. Was könnte das bedeuten, André? Wir müssen ganz methodisch vorgehen. André, weißt du etwas über ein Theater namens L'Héroglyphe? Auf der Île Saint-Louis? Ja. Nein. Dann werde ich mich dort mal umsehen. Ich überlegte, ob ich meine Wohnung verlassen sollte. André, ich mache mich auf die Suche nach weiteren Hinweisen. Es ist schon etwas spät, um in einem alten Theater herumzustöbern. Mir passiert schon nichts. Typisch. Hallo? Kennen Sie mich noch? Ich bin's, Ihr Chef. Ah. Wo zum Teufel haben Sie gesteckt? Im Knast. Warum haben Sie meine Kaution nicht bezahlt? Bin ich Krösus? Ich habe eine neue Aufgabe für Sie.
Ich arbeite noch an der Story vom toten Hacker. Ach, das ist ein alter Hut. Ich möchte, dass Sie... Ich will der Sache auf den Grund gehen. Vergessen Sie die Sache! Nein! Jemand will mir da was anhängen. Sie haben keine Wahl, Nico. Nicht in Ihrer Position. Wenn das so ist, kündige ich. Weißt du was? Jetzt geht's mir viel besser. Fragt sich nur, wie du jetzt deine Miete bezahlen und essen willst. Es wird sich schon was ergeben. Du hörst dich an wie dein Freund George. Das Theater sah aus, als sei es seit Jahren verlassen. Ich fragte mich, ob das der richtige Ort war. Um es herauszufinden, musste ich hinein. Ich spähte durchs Fenster, aber drinnen war es zu dunkel. Die Tür war abgeschlossen. Ich konnte sie nicht aufbrechen. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Sie war abgeschlossen. Die Leiter war eine Möglichkeit. Ich musste sie nur erreichen. Die Leiter sah aus, als könnte man über sie das Dach erreichen, aber sie war unerreichbar weit nach oben gezogen. Es war der rote Jaguar, der mich fast überfahren hätte. Es gab also eine Verbindung zwischen der Mörderin und dem Theater. Anscheinend war ich auf der richtigen Spur. Ich sah die Maske, die die Politesse beschrieben hatte. Ich war am richtigen Ort, keine Frage. Die Tür war abgeschlossen. Ich konnte sie nicht öffnen, wenn ich nicht einen Backstein durchs Fenster werfen wollte.
Der Stützrahmen des Schildes war mit Metallklammern befestigt. Ich hatte die Metallklammern gelockert, aber das Reklameschild rührte sich nicht. Nichts geschah. Es war ein Risiko, aber ich hatte keine andere Wahl. Geschafft. Mit jedem Schritt riskierte ich den Tod, aber ich fühlte mich ohnehin bereits als Todeskandidatin. Ich war auf der Theaterseite gefangen und konnte nicht zurück. Die Tür war verschlossen. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Ich konnte die Tür nicht öffnen.
An der Tür war nichts Ungewöhnliches. Jemand näherte sich. Ich musste mich verstecken. Der Süßwarenstand war meine einzige Chance. Mir wird Paris fehlen, meine Liebe. Es war wirklich reizend, nicht wahr? Ich werde es nie vergessen. Aber die Stadt wird instabil. Und wir brauchen diese Basis nicht mehr. Wann brechen wir auf? Meine Pläne funktionieren bestens. Natürlich. Wir haben anscheinend Besuch. Findet hier das Vorsprechen statt? Sie schon wieder. Ah, das ist also das Mädchen. Petra, meine Liebe, mach uns bitte bekannt. Nico Collin, Signor Susaro. Wir sind uns nie begegnet. Und doch sind unsere Leben ineinander verstrickt. Unglücklicherweise. Für Sie auf jeden Fall. Also gingen Bruno und ich nach Paris. Ich war nicht mehr hier gewesen seit dem letzten Mal. Ich war hinter Susaro her und der Drachenkraft. Wir warteten, bis es dunkel wurde. Dann führte mich Bruno durch dunkle Gassen an den Ort, den er in Verdacht hatte. Ich wartete, während er die Anzeigen von seinem geheimnisvollen Gerät überprüfte. Meine Berechnungen bestätigen, dass dies der Ort ist. Hinter dieser Mauer? Sind Sie sicher? Mein Gerät zeigt es an und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Gut, dann gehen wir hinein und sehen uns um. Nein, da gehe ich nicht hinein. Ich habe versprochen, Sie hierher zu bringen und das habe ich getan. Ich gehe nicht da hinein. Bruno, Sie leiden an Verfolgungswahn. Nein, Verfolgungswahn ist es nur, wenn man nicht tatsächlich verfolgt wird. Okay, bleiben Sie hier.